nicht mehr. Ich muss einfach. Ja. Let's go, Zwergsoft! So, hello there. Ich weiß gar nicht mal. Ja, wollte gerade sagen. Hat das Spiel überhaupt, hat es Musik? Maybe. Ich glaube, ich habe die Musik ausgeschaltet, weil ich immer gesagt habe, das ist mir zu heikel. Und ich nehme lieber meine eigene. Ich drehe die nur ganz leise ein. Und dann machen wir das so. Das schaut ja fancy aus, ne? Coole Sache. Gut, es gibt natürlich auch vom 14.04. das letzte Update. Na, da sind die Entwickler aber ein bisschen lahm geworden, ne? Es sind ja nur ein paar Updates gekommen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Wann habe ich das letzte mitbekommen? Am 8.9.23 kam eins raus, das ich noch nicht kenne. Also es gibt wohl einige Sachen, die ich noch nicht kenne. Das wäre unsere letzte Firma gewesen, die ist gigantös. Ja. Wir haben wieder mal hier die, hier oben kann man das einstellen im Übrigen, für alle, die das immer fragen. Ich habe hier eine Translation drin von Onkel Jay. Ja, die gibt es im Workshop. Und da ist aber eine andere deutsche Übersetzung, die ist besser, 72%. Dankeschön an Darth Corps Kommissar für deinen Follow. Herzlich willkommen. Death Corps Kommissar. Ja, Dankeschön. Genau. Ich downloade das mal. Geht das? 99, irgendwas. Aktualisierung. Machen wir mal. 99,4. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig, glaube ich. 99,4 ist schon mal gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Mods haben wir gar nichts drin. Das passt mir. Mehr Spiele. Ach, Quark. Das geht jetzt auch. Ey, das habe ich komplett übersehen, ne? Das habe ich ja komplett übersehen, dass es jetzt mehr Spieler gibt, ne? Wild! Na, ich habe da. Vielleicht überlege ich mir da nochmal was. Neues Spielen. So, Leute, jetzt gehen wir erstmal rein da. Also, Firmennamen eintragen: Zwergsoft Inc. So. Gut. Zwergsoft. Oder machen wir das Inc. weg, das klingt immer doof. Gut. So, was können wir denn hier alles machen? Jacqueline. Nee. Zwergus Longus. So, Körper. So. Gründer natürlich des Ganzen. Was haben wir denn hier? Augen, Mund, Kopf. Das ist mir alles völlig Banane. Er hat einen sehr schicken Bart im Übrigen. Wir können das auch nochmal zufällig designen. Ja, das ist mir eigentlich ziemlich Banane. So, Musik sage ich dann. Wir brauchen einen sanften Schnitt. Ja, das finde ich ja Wunderbärchen. Ah, das können wir so lassen. Was haben wir denn? Warte mal, geht hier noch mehr? Die Farbe ist vielleicht ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen anpassen, so. Sanftes Haupthaar, ja, so vielleicht. Ja, ich finde, das ist solide. So, habe ich jetzt alle Bartteile erfasst? Wahrscheinlich nicht. Ach so, wir haben ja großzügig optimistisch. Okay, still aber tödlich. Niemand wird mit ihm Aufzug. Niemand wird mit ihnen den Aufzug nehmen. Das ist ja unangenehm. So. Ich habe eine Uhr, das war's. Das ist die Eigenschaft. Ja, toll. Ich will doch keine Uhr. Geborener Anführer, verbessert die Führungsqualität, schlechter in allem anderen. Nee. Hochbegabung. Da sehe ich mich auch, ne? Wird nicht müde, bis die Energie vollständig verbraucht ist. Schön. Sonnenschein. Sonniges Wetter verbessert. Nee, das ist mir egal. Wolkenkratzer. Ja, okay. Schneller Lerner. Erhöht die Fähigkeiten. Ja, let's go. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas. Geht lieber. Wird kein Auto benutzen. Nee, das gibt's. Nee. Was können wir noch? Alte Schuhe. Das ist eher mein Ding. Kann gelegentlich einen Computer schrotten. Ihr wisst alle, dass ich das nehmen muss. Ja? Also Entschuldigung mal, das ist ja wohl das Einzige, was ich nehmen kann. Wird gelegentlich den Computer schrotten. Mhm. Jeder von euch hat ganz genau gewusst, dass ich das nehmen muss. Jeder hat das gewusst. Und der Mustache ist aber ganz wunderschön im Übrigen, ja. Gibt's da noch einen schöneren? Oh, der wäre
der wäre wunderschön, wenn mir das so wachsen würde. Das wäre traumhaft. So, Kreativität. Visionär. Erhält sein eigenes Privatbüro. Okay. Hitsche! Hitsche liebt den T2! So breit. Abend. Ey. Habe ich das Zwergos schon verpasst? Nee! Zwerg OS, mal gucken. Ja? Mal gucken. Wir werden sehen, ob Zwerg OS tatsächlich heute so ein Ding wird. Wo sind wir denn eigentlich im Betriebssystem? Sind wir Visionär? Vielleicht. Oh Gott. Genau. Wir machen Personal gleich rein. Ne? Automatisierung. Spezialisierung. Sozialisierung, Multitasking. Halte Meetings, Umgang mit Angestellten pflegen. Verwalte anfallende Aufgaben nach der Veröffentlichung. Das ist wichtig und das ist wichtig. Wir machen das so. Multitasking. Wir können Meetings jetzt halten, das ist vielleicht gar nicht so ungeil. Das heißt, egal in welchem Team wir drinnen sind, wir sind auf jeden Fall voll dabei. Was ist denn eigentlich mit dieser Nase? Ist eigentlich irgendjemand mal aufgefallen, dass meine Nase irgendwie komplett im Eimer ist? Naja, egal. So, okay, alles klar. Wir brauchen jetzt erstmal einen ordentlichen Shirty, weißt du? Shirtface brauchen wir hier. Blumiges Muster vielleicht. Ja. Bisschen Hawaii-Feeling. Ja, Hawaii ist gut. So, die Farben passen eigentlich auch schon. Da muss man ein bisschen mehr in die Rotrichtung vielleicht. Ja, also ich würde das eher so tragen. Und das finde ich gar nicht mal so ungeil. Dann machen wir hier das in Weiß. Dann fallen wir auch ordentlich auf, ne? Die rote Säufernase. Burns, guten Abend, du. Betrunkener Zwerg, Entschuldigung. Ja, ich mache das nie. Also, nicht, dass ich wüsste. Dann gibt es noch ordentlich Logger. Wir gehen natürlich Logger im Jogger, ne? Also ist ja wohl eh klar. Alles andere stellt überhaupt gar keine Fragen. So, dann brauchen wir natürlich noch ein ordentliches Brillengestell. Ja, vielleicht so. Nee. So, nee. So irgendwie. Vielleicht auch so. Ja. Zwergjobs. Ja, das ist gar kein Problem. Warte mal, ich habe eher so in die Richtung vielleicht. Das ist eigentlich mehr so in die Richtung, oder? So ein bisschen. Egal, komm rein da. So, Zwergsoft, Zwergus Longus, männlich und so weiter. Wir haben unsere Spezialisierungen. Ich kann hier allerdings nicht mehr weitergehen. Die Fähigkeitsraten hier sind limitiert. Wir können aber noch in der Entwicklung und so Punkte vergeben, das müssen wir auch. Kann ich auch nicht visionär, sondern inspirierend werden? Nee, dann kriege ich einen IP-Besitz. Erhält das Exklusivrecht, Fortsetzungen zu entwerfen und kassiert alle Einnahmen aus dem Handel mit geistigem Eigentum, was er mitgeschaffen hat. Das ist ja gut, das eh ich bin, ist mir egal, ne? So, wir machen jetzt mal folgendes. Wir gehen hier all in, dass wir schon mal einen Stern überall haben. Und dann überlegen wir uns den Rest noch, weil wir arbeiten ja eh überall mit. Ich würde gerne den zweiten Stern bei 2D setzen. Bei System möchte ich gerne mehr reingehen. Und bei Hardware entsprechend auch. Bei Programmieren gehen wir hier auch nochmal rein. Und Audio lassen wir ein bisschen raus. Das ist nicht so unser Ding. Leitung haben wir gemacht. Und Design haben wir nur 3 Punkte. Das bedeutet, ich würde bei Design eher in die Marketing-Richtung gehen. Pressefotos erstellen. An Konferenzen. Gesetz, interne Streitigkeiten behandeln, machen wir auch. Buchhaltung, Steuererklärung erstellen. Das wäre auch irgendwie angenehm für uns. Das Magnum-Gedächtnishemd. Ja, von Word, genau das ist es. Ich finde es schön, dass, dass wir das alles rausgearbeitet haben. Das ist wunderbar. So. Gut, Tage pro Monat. 4 Stück. Ne? Wir starten so früh, wie es geht. Das ist 1980. Schwierigkeit machen wir auf Mittel. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gehabt. Maximale Fähigkeiten, Punkte des Gründers 2. Dann haben wir zu viel gemacht, ne? Achso, nee, wir müssen einen negativen dann wählen. Oder muss ich den wählen? Nee, ne? Maybe not. Vielleicht. Okay. Skillbonus der Mitarbeiter ist okay. Wir haben nur 25.000 zu Anfang. Das ist ein bisschen arg wenig. Ich würde sagen, wir gehen hier mal ein bisschen rein.
Wir nehmen uns ein bisschen Darlehen, ist ordentlich. Wir müssen monatlich dann ordentlich blechen. Ich würde sagen, wir machen Startkapital 35k, 10k Darlehen, Frist 5 Jahre. Das ist okay. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das, was wir müssen am Anfang ein bisschen wenigstens. Zwergsoft 2.0 finde ich super. Ist bestimmt viel entspannter wie Workers zurzeit, McNamara, deswegen mache ich das. Ohne Witz, ich brauche jetzt auch mal gerade ein bisschen mal einen einfachen, tiefen, entspannten Stream, weißt du? Nicht immer kurz vorm Exodus stehen, ist einfach irgendwie anstrengend. Ich habe gestern so Kopfschmerzen bekommen nach dem Stream. Ich war fix und alle, da ging gar nichts mehr. So, wir sind der einzige Gründer dieser Veranstaltung. Wir müssen... Okay, wir müssen eine wählen. Bitte wählen Sie verbleibenden Eigenschaften. Ich muss noch eine wählen, oder was? Kann schmutzige oder hässliche Umgebungen nicht ertragen? Ja. Nee. Geht langsamer. Ja, okay, wir machen das so, komm. So. Leeres Grundstück ist natürlich unser Ding. Wir wollen, ländlich. Stadt. So eine kleine, ne? Klima, gemäßigt. Ländlich ist, da ist gar nichts, ne? Das ist überhaupt nichts. Aber das ist so, das ist so, glaube ich, unser Ding. Aber wie groß ist dann groß? Muss ich das noch auswählen? Das kannst du dir nicht leisten? Achso, ich muss eine Umgebung? Ach, schau an. Okay. Garage Inc. Nehmen wir mal 50k. Aktiviere diese Option, um größere und regelmäßiger geformte Parzellen zu erhalten, aber höhere Erweiterungskosten bezahlen zu müssen. Ja. Maybe. Wir nehmen Stadt, aber ich brauche 50k Minimum, sonst geht's nicht. Ja, komm, wir gehen all in rein. So. So. Gut. Stop it. Also, meine Lieben, wir sind Tag 1 von 4 im Januar 1980. Herzlich willkommen hier bei Zwergsoft. Wir haben hier scheinbar unser Grundstück, unser Startgrundstück. Das heißt, wir müssen uns in dieser Geschichte hier arrangieren. Was natürlich weniger geil ist, diese Grundstücke... Ich weiß gar nicht, kann man mittlerweile die Straßen abreißen? Kein Plan. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt erstmal unsere erste Firma, muss jetzt erstmal eine Gründung finden hier. Das heißt, ich werde jetzt hier wohl ein bisschen reingehen müssen. So. Okay, wir machen jetzt erstmal so eine ganz kleine Nudel, ja. Was kostet mich das? Ja klar, easy, halt, warte. Jetzt könnten wir ein Räumchen bauen, da ist nichts drin, weder Tür noch Fenster noch gar nichts. Und all unser Geld wäre weg. Ich fürchte, Leute, das können wir noch nicht machen. Wir machen erstmal so eine kleine Geschichte. Da gibt's, warte mal kurz, wir machen auch nur normale Türe ran. Hier an die Seite. Hier so. Gibt's auch kein Gehweg, kein gar nichts, ne? Das ist völlig egal. So, damit das nicht so traurig alles ist, gibt's wenigstens hier und maybe auch noch hier so ein kleines Fenster. Ja. Das reicht. Das reicht völlig, sage ich euch. So, pass auf, ich muss nochmal ganz kurz hier. Wir brauchen ein bisschen mehr Sicht hier. Also, wir brauchen als allererstes so einen Mikroschreibtisch, wo wir arbeiten können, ja. Dann, für einen Stuhl habe ich sehr viel Verständnis, da geben wir ordentlich Geld aus, das muss von vornherein gut sein. So, dann brauchen wir nochmal so ein kleines, wunderschöne PC-Gerät. Was haben wir hier noch? Belüftung, ja, naja, gut, okay. Regal, eine E-Heizung, ja, let's go. So. Heizung ist da, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Deckenventilator und dann wird das alles, oder? Ja, easy. Sind wir doch schon voll drin. Gut, Licht wäre vielleicht noch eine schöne Sache. Vielleicht noch ein Wasserspender so in die, ne? So ein kleiner Wasserspender geht immer.
Rauchmelder können wir schon mal machen. Sollten wir gleich von vornherein dran denken. Rauchmelder sind, retten Leben. Sprinkler können wir auch einen einbauen. So, gut. Dann gibt es noch ein Akustikpanel, weil was willst du sonst machen? So sieht ungefähr auch mein Büro aus. Es wird später ein Notausgang. Ja, ich glaube auch. Ich glaube eher, dass wir die ganze Hütte da an der Stelle wieder abreißen, aber maybe wird das anders. Ja, mal gucken. So, die Tür wird schwarz. Fenster bleibt so. Innen machen wir Office draus. Passt schon, oder? Passt solide. So, Licht wollten wir noch. So, Licht ist auch drin. Bücherregal gibt's zum Nachschmökern gibt's noch. Und Pflanze auch noch. So. Ich sehe da überhaupt gar keine Schwierigkeiten auf uns zukommen. Eine Uhr vielleicht noch, damit du weißt, wann du nach Hause kannst. So. Und einen kleinen Teppich. So ungefähr schaut es bei mir jetzt aus. Das ist ungefähr mein jetziges Zimmer. Nicht mal Tapete. Doch jetzt ist Tapete drin. Ja, schau. Schaut wunderhübsch aus. Das ist doch ein nettes Büro einfach. Also ich finde, so kann man arbeiten. Schöne Sache. Guti. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal an die Arbeit. Wir starten mal das Game. Wenn ich mich selber finde. Da bin ich. Da bin ich nach. So, okay, alles klar. Alles klar. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal ganz kurz gucken, was haben wir denn überhaupt? Wir können eine Software entwickeln. So, warte mal kurz. Ich muss mich mal ein bisschen orientieren gerade. Forschung, Auftragsarbeit. Damit fangen wir mal an. Und natürlich, was uns am meisten Geld erstmal bringt. Da würde ich sagen, Features soll eine Uhr rein. Das dürfte unser Zwergus machen. Arbeit annehmen. Keins. Ja, wir gehen da, wir machen da rein. 4 Tage haben wir dafür Zeit, um diese wunderschöne Software zu entwickeln. Ich finde, das geht. Kaffeemaschine. Guter Einwand, Leute. Guter Einwand. Wir machen nur so einen kleinen Tisch. Hier vielleicht so ein bisschen hier. Nee, warte mal. Kein Platz mehr für einen Tisch, ne? Doch, hier so. Hier so ein Glastisch. Da muss dann, Moment. Ja, einen Server haben wir leider keinen. Dann müssen wir vielleicht nochmal eine Erweiterung ranbauen. Küche, Kantine. So, aber dann, bei uns gibt es halt eine richtige klassische Kaffeemaschine. Weißt du, nicht so ein fancy Kram, sondern einfach nur eine stinkeinfache Kaffeemaschine. Lion King, Hallöchen. Hier, guck. So ungefähr sehe ich mich auch jeden Morgen. Mit Kaffee und dann erstmal ein Rechner. Na, da wird hier hart programmiert einfach auch. So, dann blinkelt das nicht so. Ungefähr so schaut das bei mir in der Arbeit auch aus. Ne? Fliegen immer die Zahlen nach oben. Kann man mit Servern Geld verdienen? Ja. Aber wahrscheinlich jetzt um die Zeit noch nicht. 1980 war da vielleicht nicht so das Ding. Ne? So. Was haben wir denn da? Wir haben schon ein bisschen Geld bekommen, ne? Wir könnten vielleicht doch noch mal ein bisschen weiterbauen. Ja, pass auf, wir machen mal Räumchen weiter. Da können wir nämlich dann ein bisschen erweitern auch alles. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier die Wand raus. Dann können wir... Okay, jetzt ist natürlich die Belüftung wieder eine Katastrophe. Ist die richtig um? Ja, das passt. Heizung geht noch. Ja, Toilette ist nicht vorhanden. Das liegt aber daran, dass ein richtiger, echter Zwerg halt einfach auch nicht aufs Klo muss. Ne? Aber ich sag's euch, wir werden es trotzdem planen. Hier kommt so ein kleines Toilettchen rein. Ne? Mikro. So, dann machen wir hier so eine schöne,
ein schönes kleines, so eine schöne kleine Toilettengeschichte. So. Dann brauchen wir einmal das hier. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile tatsächlich das Spiel vorsieht, dass du eine Toilette brauchst. Ne? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich durchaus möglich sein, dass das Spiel jetzt mittlerweile sagt, hey, das geht nicht, du musst eine Toilette haben. Bisschen Seife gibt's noch. Ja, kleiner Seifenspender. Ich glaube, dann haben wir auch eigentlich alles soweit. Ja, passt schon. Ich finde das gut, dass das auch ein bisschen in den das Büro auftrennt. Ja, finde ich gut. Also hier haben wir auf jeden Fall, hier ist alles top. Jeder liebt diesen Raum, ne? Also ich vor allen Dingen. Denk an die Überwachungskamera in der Toilette. Ja, let's go! Der Klopapierhalter. Ist ein Argument. Ist vielleicht ein Argument. So, okay. Da können wir halt mal was. Okay. Geben wir mal ein bisschen Gas. Wir haben 4 Tage Zeit, um die Auftragsarbeit zu machen. Und dann schauen wir mal. Hier mehr Iteration 1. Wir gehen dann sofort weiter und entwickeln das durch. Ja. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Das ist natürlich unangenehm. Licht in der Toilette haben wir drin. Ich arbeite ein bisschen länger. Jeder, sind Sie sicher, dass Sie die Alpha-Phase der Entwicklung eintreten wollen? Können in den Wurf während der Alpha-Phase... Ja, nicht erneut fragen. Natürlich, will ich. Natürlich bin ich sicher. Wir müssen das in 3 Tagen veröffentlichen im Übrigen, ne? Also wir haben keine Zeit für sowas. Paar Bugs noch beheben, so einen Tag oder so. Und dann, wenn wir heute nach Hause gehen, dann ist erstmal, ne? So. Ich glaube, wir sind fertig. 12.000 erhalten. Sehr geil. Dann können wir jetzt mal über Kleinigkeiten nachdenken. Da ist eine Mieze. Oh. Der kleine Workaholic, ja, das ist vielleicht so. Das ist ein Problem vielleicht manchmal. So. Okay. Serverraum. Richtig. Funbird weiß halt, wie es läuft, ne? Machen wir jetzt erstmal auch so ein bisschen kleiner. Wie gesagt, ich bin bei sowas immer ein bisschen, wir machen da jetzt so Kleinigkeiten erstmal, ne? Eins nach dem anderen. So, das wird unser neuer Serverraum. Das können wir auch so machen. Das schaut vielleicht für so einen Serverraum tatsächlich besser aus. Und da kommt dann hier... Auszeichnungen, wenn wir nirgendwo hinstellen. Also was wir auf jeden Fall... Oh, wir brauchen hier auf jeden Fall noch Rauchmelder. Und Sprinkler habe ich ganz vergessen. Sonst kriegen wir wieder Stress von der Brandschutzgeschichte. Eine Industrielüftung? Nee, aber ich mache hier auf jeden Fall Licht rein. So. Und dann brauchen wir einen Tisch für die Servers. Und dann kommt hier erstmal unser erster kleiner Mikroserver drauf. So, und dann müssen wir das ganze Gerät aber natürlich auch nochmal benennen. Server. Das hier wird Server 0. Der hat keinen Fallback, der hat gar nichts. Umbenennen. Entwicklung. Wie nennen wir unseren Entwicklungsserver? Serverus Maximus. Serverus Maximus. Gut. Gut, Serverus Maximus nehme ich sofort. Nehme ich sofort. Finde ich gut. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kleinigkeiten. Und zwar, wir stellen
Sicherheitspersonal, okay. Das schaut ein bisschen alles anders aus. Die haben, ein bisschen am UI rumgebastelt. Server wussten nicht. So. Gut, wir sind gerade am Rumstehen und machen nichts. Das heißt, wir können gleich die nächste Auftragsarbeit annehmen. So eine kleine Logistikgeschichte. Es muss nur katastrophal werden. Da sehe ich uns auf jeden Fall, da sehe ich uns auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne drin. Ja, also wenn katastrophale Arbeit, da sind wir dran. Da sind wir einfach. Da fühle ich uns. Natürlich ist das doof, den kurz vor 6 anzunehmen. Ja, gut. Hätten ein bisschen Zeit gehabt, aber gut. So, nächste Baustelle ist schon, die ersten Workspaces zu bauen. Ja, also ersten Mitarbeiter, die wir hier uns organisieren. Sag mal, kann ich das nicht... Stopp, warte mal. Optionen. Kann ich die Tag automatisch überspringen? Ja, bitte. Das nervt mich nämlich gerade voll. So, wir entwickeln weiter. Wie gesagt, es muss nur katastrophal werden. Das reicht doch einfach auch, ne? Renek, wunderschönen guten Abend. Hi. Goldener Wurf sagt, ich wusste es gar nicht, dass es geht mit dem Springen. Ja, klar. Das ist sonst wahnsinnig. Hitsche, danke für 100 Biddies, ey. Hitsche ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Vielen Dank. Sage, ist es möglich, deine Cam nach rechts zu setzen? Nee. Jetzt ist sie vom Menü. Ja, ist auch egal. Da steht doch nichts. Das ist ja nur das Menü. Das ist doch nicht schlimm. Hallo Anderson. Danke für 26. Anderson 190278 liebt den Stream hart. Dankeschön. Jo, hi Anderson, dankeschön für 26. Oh, warte mal, ich bin... wir müssen das vorantreiben. Da ist nur noch ein Tag übrig, ey. Ah, raus damit. So, Geld hat gereicht. okay, wir nehmen die nächste Mission an. Ab morgen früh. So, 7 Uhr. Eingebettetes System. Boah, wir sind mittlerweile richtig schlecht in der Inspiration. Da gibt es kein Lead-Design hier. Ja, wir machen das mal schnell. Damit wir ein bisschen Geld verdienen, damit wir weiterbauen können. So. Ein neuer Zwerg ist in der Nähe. So. Rainer 2373 liebt den Stream. Ey, Rainer, dankeschön. Vielen Dank dir. Dankeschön für 19. 4 am Stück. Vielen lieben Dank dir. Meno! Meno 1994 liebt den Stream hart. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir für den Verschenken an Waldfee im Ersten. Drangrün sagt, schönen Abend dir auch. Hallöchen. So, Leute, ich mache, bin gerade ein bisschen, zu der Geschichte von vorhin noch von Hitsche, ich sitze absichtlich auf der Seite, weil ich da am wenigsten vom Bild einnehme. Ja? Weil ob ihr da hier ein paar Buttons hinter mir seht, das spielt keine Rolle, da steht nie was Wichtiges. Aber dann belege ich quasi da drüben, auf der anderen Seite vom Monitor, nicht den Platz, wo ihr eh was sehen würdet. Also hier störe ich am allerwenigsten, damit meine grenzenlose Zwergigkeit nicht hier irgendwie komplett im Weg sitzt. Okay, wir machen jetzt mal ganz kurz Folgendes, wir gehen nach Hause, dann machen wir hier das nächste gleich hinterher, damit wir nochmal ein bisschen Geld verdienen. Und während wir das machen, fange ich gleich hier mit dem Ausbau an, weil das ist nämlich schon so ein bisschen die Sache. Gut. So. Machen wir Folgendes, wir gehen hier mal mit einem Korridor rein. Ne? Gehen wir korridormäßig. Dann nehmen wir hier die Wand nicht raus. Nein, das machen wir anders. Hier kommt eine Glastüre rein, eine doppelte. So.
Ja, das ist dann hier für, und dann machen wir hier dann unseren ersten größeren Mitarbeitertrakt für die Designer bauen, wo dann eben die Designer sitzen werden, damit wir dann ein paar Leute einstellen können. Und dann auf der anderen Seite die Entwickler, ja, das heißt, wir haben dann so ein bisschen